Hallo, hallo. Willkommen auf dem Kanal von Lucania Well. Ich bin Ute und heute gibt es mal so ein Haul, ja. Aber bevor der Haul startet, also wenn du jetzt das nicht sehen möchtest, ich habe auch ein kleines Craft-Update, also was ich in den letzten Tagen hier so gemacht habe, ohne Kamera, einfach mal so vor mich hin gewerkelt. Da in meinem Haus momentan extrem Handwerker ist, ist mit Filmen sowieso immer so ein Problem. Also Bohrmaschine ist schon ein Gerät, was sehr die Nerven strapaziert. Ja, okay, also Kraft-Update. Und zwar habe ich mir Digitalpapier aus dem Etsy-Shop von Shibby Debbie Duda runtergeladen, also gekauft und runtergeladen und habe dann mal so ein bisschen damit rumexperimentiert und habe dann mal so, ja, runde Dinge getan. Runde Dinge, ne? Kann man als Tag oder meinetwegen kann man das auch aufhängen, wie auch immer. Dann auch dieses hier mit so Täschchen, wo dann halt sowas drin ist. Die Rückseite ist dann nur einfach beklebt, ne? Weil man kann das ja in Journal packen und das ist so konzipiert. Also das ist ja hier, ne, A5-Seite, dass es genau auch in so eine A5-Seite reinpasst. Also von daher. Und dann ist hier nochmal so ein Tag mit zwei so Taschen, wo dann halt so Briefumschläge drin sind. Und ich fand das eigentlich ganz schön. Ich bin momentan auf dem runden Trip, ne? Also alles so mit runden Sachen, Kreisen und so. Ist gerade so meins. Und dann nochmal hier eins. Wie gesagt, alles mit dem Papier von Shibby Debbie Duda. Bis auf die Uhr. Die Uhr ist aus meinem Fundus gewesen. Ja. Ja, einfach nur rund ausgeschnitten, dann halt so drapiert und habe jetzt gerade hier irgendwie, ne, ich habe hier nur so ein Stück Pappe. Ne? Also wie gesagt, das ist A5, die Pappe, und das passt dann halt so da rein. Entweder man klebt es rein oder, ne, man macht es mit einer Büroklammer vielleicht noch hinten dran, dass man das so reinstecken kann, oder halt im Text, im Tuckstop. Tuckspot, mein Gott, im Tuckspot reinstecken, ne? In eine Tasche rein, wie auch immer. Also ich fand das mal ganz hübsch. Nicht immer nur diese übliche Tag-Form. Das waren meine Kreise. Zu den Kreisen komme ich gleich später nochmal bei dem Einkauf, also bei dem Haul. Dann, ja, auch hier wieder Kreise. Also ich brauchte ein neues Notizbuch, wo so meine Ideen. Ich hatte ja mal dieses hier aus alten Briefumschlägen gemacht, aber das ist mittlerweile voll und ja. Brauchte ein neues, wo ich dann rumkritzeln kann, irgendwas aufschreiben, wie auch immer. Und da hatte Joey Cardmaker so ein Freebie rausgebracht und ja. Ich fand es einfach mega. Also das bot sich einfach an, da irgendwas draus zu machen. Ursprünglich wollte ich eigentlich eine Folie draus machen, aber dann habe ich mir gedacht, mach doch direkt eigentlich hier so ein Notizbuch für mich. Also die Farben, für mich, also meine Empfinden, meine Wahrnehmung, ist das meine Kindheit. Ne? Ich bin ja 70 geboren und die 70er Jahre bei uns zu Hause wirklich. Also ich könnte schwören, das ist irgendein Gardinenstoff gewesen, der bei uns in der Küche hang oder in der Essecke irgendwo. Wirklich, ne? Und deswegen habe ich das natürlich dann auch mit Kreisen verbunden, weil bei uns in der Essecke, das war so Tisch mit Stühlen, das war so ein dunkles Braun, die Polster waren orange und hatten dann so Kreise drauf. Aber alles wirklich in diesen Farben. Das hat mich total daran erinnert. Ja, da habe ich dann halt jetzt einfach hier so ein Notizbuch für mich draus gewerkelt, ne? Wo ich dann so meine Ideen reinkritzeln kann. Da sind jetzt keine Taschen oder sonst wie großartig drin, sondern einfach nur Reste Papiere von mir hier reingekommen. Und immer wieder hier mit diesem Papier von Joey. Und so habe ich dann jetzt erstmal wieder etwas, wo ich meine Ideen drin aufschreiben kann. Ja, der flog auch noch rum, hier dieser Kaskadenblock. Muss ja nicht immer Beweis was sein, ne? Man kann ja auch solche Sachen zusammenwerkeln. Und
auf alle Fälle habe ich die ganze Zeit so über viele Sachen aus meiner Kindheit drüber nachgedacht, als ich dieses hier gewerkelt habe, weil mich die Farben ja doch schon wirklich daran erinnert haben. Ja, und hier hinten habe ich dann halt noch den passenden Kugelschreiber damit dran gebunden. Ja, das ist mein neues Ideenheftchen. Dann habe ich dieses hier fabriziert. Ich hole euch mal ein Stück tiefer. Und zwar wird es dazu in den nächsten Tagen ein Video geben. Nicht dieses, wie ich dieses gemacht habe, sondern ich mache mit euch ein neues. Und zwar mit dem Papierset. Ich habe das hier schon liegen. Mit diesem. Und damit habe ich nämlich noch gar nichts gemacht. Und da werde ich dann mit dir dieses hier machen. Das ist jetzt mit dem Papier, Digitalpapier aus dem Shop Papier und Feder. Das heißt, glaube ich, Flower and Butterfly. Oh, ich weiß es jetzt gerade nicht wirklich, aber ich meine, ne, also wenn du den Shop kennst, Papier und Feder, sie hat eine Rubrik Digitalpapiere und da findest du das auf alle Fälle. Ja, und da habe ich dann dieses kleine Folio gezaubert, wo man dann halt ja, so kleine Tags aufbewahrt, Karten, wie auch immer. Das ist dann auch nochmal so eine hübsche Karte. Hinten habe ich die einfach alle nur so ein bisschen gestempelt. Und das ist dann auch wieder unter dem Thema One Sheet Wonder oder One Sheet Folio. Wobei ich finde, das ist schon mehr wie ein Folio. Das kann man dann hier aufmachen. Dann klappt man das hier so raus. Gehen wir erst da oben hin. Dann hat man hier nochmal so diverse Kärtchen, Tags, wie auch immer. Dann schieben wir das Ganze mal hoch. Dann haben wir hier eine Tasche mit Karten. Und auch hier habe ich eine Tasche eingebaut. Wie gesagt, das ist jetzt alles mit dem Papier. Von Papier und Feder. Ja, und hier habe ich dann nochmal so ein größeres. Sieht aus wie ein Tag, ist aber nochmal so ein kleines Notizheftchen. Ja. Machen wir das Ganze wieder zu. So. Und das Ganze wird dann hier mit dem Schleifchen wieder verschlossen. Und dann hat man so eine nette Kleinigkeit als Mitbringsel oder als Beigabe beim Journal, als Geschenk. Man kann ja Gutscheine reinpacken, keine Ahnung was. Irgendwas fällt dir mit Sicherheit dazu ein. Und wie gesagt, da werde ich die Tage ein Video zu machen mit dem anderen Papier. Ja, das war so das, was ich die letzten Tage hier unter Anleitung der Bohrmaschine im Hintergrund gewerkelt habe. Das ist echt furchtbar. Also ich mache auch drei Kreuze, wenn das Ganze hier vorbei ist. Der ganze Umbau. So, jetzt muss ich gerade mal schauen, wo ich das Ganze hinlege. Dann habe ich eingekauft. Ein bisschen eingekauft. Und zwar fangen wir hiermit an. Hier auch wieder Papier und Feder. Huch, ich hole euch mal ein Stück höher. Auch wieder aus dem Shop von Papier und Feder. Wunder dich nicht, ich habe mir das in A6 Größe ausgedruckt. Digitalpapier. Fantasy Forest. Und ich bin absolut begeistert von den Farben. Also wirklich, wirklich faszinierend. Wirklich, wirklich faszinierend. Und ich weiß noch nicht, was ich daraus mache. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Aber ich habe es schon mal ausgedruckt. Und momentan, ne, ich bin ja gerade so mit runden Sachen oder halt A6-Formaten, finde ich momentan gerade sehr toll. Es muss nicht immer ein riesengroßes Journal sein. Von daher. Also die Farben sind wirklich super, super schön. Und ich weiß nicht, wie ich das jetzt so in der Kamera, das sehe ich nachher erst, wenn ich das Video schneide. An meiner Kamera oben sieht es eigentlich relativ normal aus, weil das ist hier, ja doch, das ist Türkis. Also, ne, alles was so ein bisschen bläulich ist, ist Türkis.
Ja. Sehr schönes Papier. Das musste ich natürlich auch sofort ausdrucken. Zum Glück habe ich ja HP Instant Ink. Das heißt, ich brauche mir um Farbpatronen oder generell um Druckerpatronen keine Gedanken machen. Den Tipp habe ich damals von der Susanne von Wollenhut Art. Ne? Sie hatte das auch, Instant Ink, und habe ich mir das dann auch, ich habe mir einen neuen Drucker zugelegt, also einen HP-Drucker. Da war das sowieso erstmal 6 Monate automatisch dabei und dann halt, ne, man kriegt dann immer automatisch, je nachdem, was für ein Abo man abschließt, kriegt man dann halt automatisch zugeschickt. Und ich weiß, was ich früher an Tintenpatronen bezahlt habe. Ich habe mich dumm und dämlich bezahlt, weil die waren auch wirklich sehr, sehr teuer, die ich vorher hatte. Ja, also kann ich wirklich nur empfehlen, jemand, der viel druckt. So, dann habe ich beim großen A, warum sagt man eigentlich immer großen A, bei Amazon. Ich habe bei Amazon mir hier mal dieses zugelegt. Ich habe da noch gar nicht reingeguckt, jetzt kann ich mir, ach, da geht's auf. In der Hoffnung, dass ich mir diesmal nicht die Finger wehtue. Wir hatten ja im Staffellauf ein Video dabei, ich weiß gerade nicht genau von wem. Ich glaube, nee, ehe ich jetzt irgendwas Verkehrtes sage, auf alle Fälle war ein Video bei gewesen, wo jemand auch Stempel selber gemacht hatte. Und ich habe es ja schon mal mit Moosgummi auch gemacht. Klar, Moosgummi kann man mit der Schere schneiden, kein Problem. Aber ich wollte dann auch mal hier dieses, nicht Linoleum, mein Gott, das ist ein schweres Wort für mich, sondern ja, so in der Art. Das habe ich mir jetzt besorgt. Das wurde mir da angezeigt als Ersatz und laut Bewertung soll es gut funktionieren. Ich habe wirklich ganz schlimme Erfahrungen aus meiner Schulzeit damit. Mit schlimmen Verletzungen kann ich mich daran erinnern. Also wir werden sehen. Wenn ich demnächst also hier Hände verbunden habe, dann wisst ihr Bescheid, es hat nicht funktioniert. Ja, dann bei Amazon habe ich mir, das kann man jetzt gar nicht sehen, ne? Weißes Papier gekauft. Nein, Quatsch. Das sind Etiketten, runde Etiketten, weil, wie gesagt, runde Sachen. Ich bin momentan auf dem runden Kopf und dazu passen, und da kommen jetzt auch diese, ach Gott, alles liegt so weit weg hier, da kommen jetzt auch dann diese runden Teile her. Ich habe mir bei Amazon Blanko-Bierdeckel gekauft, also handelsübliche Bierdeckel. Ne, nur eben ohne Druck. Die sind irgendwie super zum Verwerkeln, zum Verwurscheln, zum Verbasteln. Kann man so tolle Sachen mitmachen. Und ist jetzt nicht, wer weiß, wie teuer diese Blankoteile. Teuer wird es, wenn man die mit seinem Gesicht zum Beispiel bedrucken lassen möchte. Aber wer will das schon? Wer will mein Gesicht schon da drauf sehen? Um Gottes Willen. Ja. Das zum Thema ja, runde Sachen. Dann zum Thema runde Sachen. Habe ich mir dann auch bei Amazon dieses Teil mal besorgt. Ja, es funktioniert. Es funktioniert besser wie das andere Sheet-Teil. Oh, hab ich das. Ich hatte mir vor einiger Zeit mal dieses hier gekauft. Und Leute, was soll ich sagen? Ich komme damit überhaupt nicht klar. Ich habe keine Ahnung. Also ist mir ein Rätsel, wie Leute damit arbeiten können. Erstmal stimmen die Zahlen überhaupt nicht und das ist wirklich, das ist kein Hashiguchi, sondern das ist hier Werkzeugfirma, ne? Ja, ich komme damit überhaupt nicht zurecht. Mein Sohn hat es probiert, weil ich gedacht habe, vielleicht ist Mutter ja ein bisschen, ne? Schon senil, keine Ahnung. Auf alle Fälle, mein Junior hat es ausprobiert und hat getestet und hat gesagt gehabt, schmeiß in eine Tonne, funktioniert nicht, ja. Ich dachte, das wäre wirklich wie Zirkel. Nee, ist nicht. Also, das wären keine Kreise, es wären Ellipsen. Also mehr als Ellipsen. Das sind schon fast Ovale. Aber nun ja. Dann habe ich mir dieses jetzt hier besorgt und das funktioniert. Super. Einzige, was mich natürlich stört, ne, der kleinste Kreis ist dann halt 9 cm Durchmesser, weil es geht nicht weiter ran. Ich habe zu spät gesehen, dass es auch andere gibt, die man noch weiter nach vorne stellen kann, die nicht so ein großes Teil hier haben. Aber okay, jetzt habe ich den, damit muss ich leben. So, ja, dann natürlich, ne, diese runden Teile. Das war das. Zu Craftelier. Nehmen wir das. So. Das blendet trotzdem, ne? Eine Softmold von Stamperia. Meiner italienischen Lieblingsfirma Stamperia. Ja,
Viele wundern sich jetzt, ja, Stamperia ist italienisch. Stamperia heißt Druckerei auf Deutsch. Das ist nichts Englisch, von wegen Stamperia oder so. Nein. Ja, die fand ich total klasse. Die habe ich noch gar nicht vorher gesehen. Also die ist mir zumindest total untergegangen. Ich weiß, dass es ja Papierset gibt. Aber die Form ist mir irgendwie, ja, keine Ahnung, dazwischen geflutscht. Auf alle Fälle, ne, mit den süßen kleinen Pinselchen und alles. Und den Tuben fand ich die ganz niedlich und deswegen ist die direkt bei mir eingezogen. Dann habe ich hier von der Vintage Library Serie die Sprays. Und ich bin ganz glücklich über hier die Mitte, ne? Weil es ist ja so meine Lieblingsfarbe momentan. Auch hier, ne? Hat das liebe Tintchen mir ja gesagt, das ist hier, ne? Dieser Farbton. Ich weiß immer noch nicht, wie man das ausspricht hier. Seedless Preservers. Nicht Präservative. Oh, sorry. Preservers. Ja, keine Ahnung. Und wie heißt denn das hier? Hat das hier einen Namen? Rosa Antico. Ach, guck mal. Ich hoffe, du bist genauso schön. Und wie ich die Tage gesehen habe bei Guido Maria Kretschmer, bei der Deko Queen war das, glaube ich, das, wie hieß das da? Digital Lavender. Das ist, ne, das ist auch so ein Farbton. Das ist die Trendfarbe 2023. Jetzt weiß ich, warum mir die so gut gefallen hat. Ich bin voll der Trendsetter. Voll der Trendsetter. Türkis und Leder. Okay. Leder. Hier steht noch unten was anderes. Achso, einfach nur antike Rosa. Okay. Ja. Dann Diecuts. Diecuts von Around the World. Ja, und wie viele ja wissen, ich liebe ja Diecuts. Kommt mit in meine Sammlung. In der Hoffnung, dass ich irgendwann mal mit den Tunnelbüchern anfange. Dann Diecuts der Serie Our Way. Und dabei, da fand ich auch die... Kann man das erkennen? Sorry fürs Rascheln, aber... halt so. Na komm schon. Da fand ich auch die Vögel total klasse, die da drin sind. Also sehr schön. Sehr, sehr schön. Dann von Ranger Distress einen Embossing Dabber. In der Hoffnung, dass ich damit besser hantieren kann, als wir mit diesen anderen Dingern. Dann Stifte. Ich glaube, jetzt brauche ich aber auch mal Papier. Habe ich hier Papier? Ist immer so eine Sache bei uns Bastlern, ne? Weißes Papier zu befinden. Auf die Schnelle. Ist immer so eine Sache. Aber nehmen wir das hier. So, kurze Pause. Da hat es geklingelt. Da kamen nämlich meine Getränke geliefert. So, wo war ich stehen geblieben? Achso, Papier für die Stifte hier. Und zwar, ich habe zwar Woodies, aber ich habe halt diese Farben nicht. Ich habe auch, Moment, was ist er denn? War ich ja beim ersten Ausprobieren total irritiert, ne? Blau, ne? Aber blau ist hier in dem Fall lila. Und deswegen... Das muss ich ja noch einscannen. Ja, na, wollen wir direkt mal hier testen. Sieht zumindest blau aus. Mal der, den ich hatte. Ne? Also das ist lila. Ich weiß nicht, warum die hier blau drauf gemacht haben. Nun gut, habe ich auch Wasser? Ich habe auch Wasser. Und dann nur so ein schönes Blau. Ist das schon so ein bisschen ins Petrol. Ja. Das gefällt mir. Ne? Und hier, das war der Blaue, den ich vorher hatte. Das ist einfach lila. Aber ist ja nicht schlimm. Ist ja nicht schlimm, Jim. Ach, da kann ich ja mal direkt hier ausprobieren. Oh,
dass die immer so eine Kreise sprühen, ne? Kann ich ja auch nicht verstehen. Ich meine, ich finde Kreise ja toll, aber ja. Ja, ist okay. Ist okay. Muss man sehen, wenn es getrocknet ist und alles. Da braun kennen wir ja. Braun müssen wir nicht testen. Und das Türkis ist Türkis, ne? Da gibt es auch nicht großartig. Ja. Der Sprüher sprüht auch besser. Der Sprüher sprüht besser. Da kann ich ja wieder schön meine Seiten färben. Gut, gut. Na, das legen wir auf der Seite. Also, die Stifte sind schon mal supi. Dann, ich dachte ja eigentlich, die hätten auch hier meine Rembrandt Specials, ne, Lyra Specials, hier diesen 302 Sepia Hell, aber den hatten sie leider nicht. Habe ich mal geguckt, also was Vergleichbares. Sepia Hell oder Dunkel. Da hat die Spitze schon abgebrochen. Okay. Anspitze. Dazu dem Thema Aufkleber mitten auf den Stift. Hätte das vielleicht mal vorher abmachen sollen. So. Lässt sich zumindest sehr gut verwischen. Also das finde ich schon mal gut. Die ich von Winsor Newton mir geholt hatte. Die lassen sich nicht so gut mit dem Finger verwischen, finde ich. Ja. Aber es geht auch sehr ins Rote. Ja, ist braun, aber mit dem Rotstich. Okay. Okay. Das war dieses. Waren das überhaupt hier? England. Burnt Kamin. Okay. Ja, ist ja dann auch klar, dass das so ein bisschen rötlich ist. Dann, das Wasser brauchen wir gleich, glaube ich, erstmal nicht. Haben wir mal ein bisschen Platz hier. So. Dann eine kleinere Bruchsteinschablone. Eine kleinere Bruchsteinschablone. Komm, testen wir jetzt auch mal direkt alles hier. Testen wir jetzt direkt alles. Nehmen wir. Ich habe nämlich auch neue Stempelfarben. Da ist er. Evergreen Bow. Also so ein zartes Grün. Ein zartes Grün. Oh ja. Das gefällt mir. Ja. Das gefällt mir doch sehr gut. Nicht nur die Schablone, auch der Grünton. Finde ich gut. Direkt mit in die Sammlung. Und wo wir dann gerade schon mal dabei sind. Dann habe ich Victorian Velvet. Brushed Corduroy. Dann neues Grand Espresso. Aber diesmal die Ink-Version. Dann, ich habe ja gesagt, ich bin ja so begeistert von diesem Farbton hier, dieses Seedless Preserves oder wie das heißt. Und habe dann auch mal hier
das die Concorde. Da bin ich dann auch mal gespannt. Und dann nochmal Walnut Stain. Weil ich finde ja, die sind immer, vor allen Dingen, weil wir jetzt auch gerade Schlussverkauf haben, also Sommerschlussverkauf bei Craft Atelier, sind die immer besonders günstig dort. Aber das mal testen hier. Da habe ich doch. Irgendwo habe ich doch schon hier ein Bürstchen. Da. Da ist, glaube ich, noch das alte drauf. Muss mal gerade gucken. Habe ich da schon irgendwas mitgemacht hier? Okay, das kommt dem sehr nah hier. Also tolle Farbe. Super. Bin ich begeistert. Vor allen Dingen, das ist ja Oxide und das andere ist ja Ink. Da geht natürlich der Oxide-Prozess nicht mit diesen Inks. Aber super. Super. Gefällt mir. Kommt wieder mit in die Sammlung. So, dann habe ich diese Schablone, und da ist mir beim Auspacken vorhin doch tatsächlich, ich weiß nicht, warum ich diese Schablone gekauft habe, weil ich habe die schon. Also, falls jetzt jemand hier zuschaut von meinen Abonnenten und Interesse hat, melde dich bei mir. Wie gesagt, ich habe sie doppelt. Ich weiß nicht, aber das ist halt, ist passiert. Dann diese Schablone. Kann man das überhaupt sehen, was ich hier zeige? Ja, ne? Das ist, gibt es nicht aus irgendeiner Serie, aber das ist halt dieser, wie so ein Rechnungsblock, ne? Wo dann halt so Kaffeekranz da oben drauf ist. Falsche Seite. Erkennen. So zartgrün, wie ich das jetzt gemacht habe. Oh. Auf alle Fälle Rechnungsblock und dann ist da halt Schrift und unten dann nochmal Punkte mit so Kaffeekränzen. Sowas habe ich noch nicht gehabt in der Art und deswegen durfte die mit in den Warenkorb. Dann einmal Collectibles der Serie Our Way. Und da finde ich es ehrlich gesagt sehr schade, dass, Moment, na komm schon. Manche Sachen gehen auch sehr schwierig auf. Mein Kampf mit der Verpackung. So, da finde ich es mitunter sehr schade, dass es die Collectibles nicht wirklich von jeder Serie gibt. Weil ich finde die Collectibles einfach toll. Weil die ja doppelseitig bedruckt sind und ist natürlich zum Ausschneiden klar. Wer Ausschneiden nicht mag, ja, sorry, aber zum Rausstanzen, das, ich weiß nicht, warum die das nicht bringen. Andere Firmen haben das, wo man das dann schon vorgestanzt hat, aber hier leider nicht. Aber wie gesagt, ne, doppelt bedruckt. Und deswegen mag ich einfach die Collectibles total gerne, ne? Ja, ist natürlich zum Thema hier unser Weg, ne? Reise, Our Way ist ja so reisemäßig irgendwie. Und die Seite ist auch doppelt, das ist schön. Doppelt bedruckt. Auch die Seite ist dann doppelt bedruckt. Und die hoffentlich auch. Ja.
Sehr schön. Weil das ist nämlich dann praktisch, ja, wie so ein Die-Cuts-Ersatz, ne? Das ist dann halt gut, dass das da doppelt bedruckt ist. Ja, alles, was man halt so reisemäßig braucht als Erinnerung, ne? Tickets und so. Ja, dann hier noch die Vögelchen und Federn. Und dann nochmal hier so hintergrundmäßig. Ja, aber wie gesagt, da würde ich mir wünschen von Stamperia, dass die wirklich von jeder Serie auch die Collectibles machen. So, und dann habe ich, ja, ich weiß, ist noch lang hin bis Weihnachten, aber ne, bei den ganzen Anbietern ist im Sommer schon Weihnachtsproduktion, also Weihnachtssaison beginnen, weil die ganzen, ne, fangen ja jetzt mittlerweile schon an, um für Weihnachten zu werkeln, zu produzieren, zu basteln, wie auch immer. Ja, das sind so Holzteile. Und ich habe mir letztes Jahr bei La Blanche diese Holzfront, diese Häuser gekauft mit dem Reispapier, was ich so als beleuchtet dann da stehen habe in der Weihnachtszeit. Und da finde ich, da passt der Zug super cool noch dazu. Das kommt dann dieses Jahr mit dabei. War dieser große Block hier im Angebot. Und da musste ich halt, also... Das ging gar nicht ohne. Der war so super günstig. Sweet Winter. Und ich finde, ne, gerade die Backgrounds, die gehen immer. Also die kann man für so vieles benutzen. Ich mache den trotzdem mal auf. Blendet ja doch immer sehr mit dem Folien eingepackten. Und wie ja jeder weiß, der meinen Kanal verfolgt, ich bin ja ein großer, großer Fan von diesen Stamperia-Papieren. Und wie gesagt, ne, das sind Hintergrundpapiere und die gehen einfach immer. Die kann man immer mal gebrauchen, auch wenn das jetzt Winterthema ist. Ich finde die einfach toll. Die sind wirklich sehr, sehr schön. Wir kriegen ja auch nur so ein Schnelldurchlauf. Und das ist ja jetzt kein neues Papier oder so, ne? Das gibt es ja schon länger. Und ja, vielleicht gibt es dieses Jahr was Neues, weil die ja so günstig jetzt waren, diese großen. Mag ja sein, dass das so ein Auslaufender ist und dann habe ich zum Glück wenigstens noch einen erwischt. Wobei ich finde ja, ne? Diese ganzen Scrapbookings, Blöcke, Blocks, wie auch immer. Ich finde die immer alle sehr zeitlos. Aber ich weiß nicht, warum man da irgendwelche Serien rausnehmen muss. Also ich finde den toll und deswegen musste der auch mit. Ja, und dann, wie jeder, der schon mal bei Stamperia. Wie jeder, der schon mal bei Kräftelier öfters bestellt hat, weiß ja, dass gerade zum Sommer hin, wenn Schlussverkauf ist, immer gewisse Aktionen sind. Und sorry fürs Rascheln, aber es geht nun mal nicht anders. Das ist das diesjährige Badetuch. Sommerbadetuch. Ich kann das gar nicht gerade zeigen, weil das halt so riesig ist. Also, ne? Von einer Seite halt so, ja, so Mikrofaser-Frottee-mäßig. Und ja, dann sind dann halt solche, natürlich die Kräftelier-Farben und auch der Name Kräftelier ist da drauf und das Logo, das neue. Aber eben, ja, Happy Craft. Ne? Ist halt so ein großes Duschbadetuch, wie auch immer. Jo, das war's. Ja, alles gezeigt, alles ausgepackt. Ja, wie gesagt, zu dem mit dem Kraft-Update zu Anfang, da wird es das nächste Video geben, wo ich dann dir zeige, wie ich dieses kleine Folie gemacht habe. Wo habe ich den gerade nochmal? Da. Na komm schon. Also dieses hier
wird es im nächsten Video geben. Vielleicht hast du ja Lust und magst wissen, wie es funktioniert oder direkt mitbasteln, wie auch immer. Ja, in diesem Sinne wünsche ich dir noch ganz viel Spaß, einen tollen sonnigen Tag. Es ist bei uns ja wieder richtig warm heute. Wir haben hier 33 Grad. Gestern war mal etwas kühler, ein Tag des Luftholens sozusagen. Ja. Aber morgen soll es auch wieder etwas angenehmer werden. Gut, gut. Ich sag dann mal tschö. Und wenn du magst, wenn du Lust hast, im nächsten Video hören, sehen wir uns wieder. Bis dahin. Ciao.